League of Legends ist eines der toxischsten Games auf diesem Planeten. Das macht es umso geiler, dass man die Möglichkeit hat, mit seinem besten Freund oder mit einem guten Teammate Duo-Queue spielen zu können. Aber ist es denn so gut, Duo-Queue zu spielen? Herzlich willkommen zu LOL Opinion, eine Videoreihe, in der ich Themen, die der League-Community auf dem Herzen liegen, mit euch durchquatsche. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Duo-Queue. In diesem Teil von LOL Opinion probiere ich mal etwas Neues aus und achte viel mehr auf die Meinung der Community. Deswegen schaut euch dieses Video bitte bis zum Ende an und sagt mir dann, wie ihr das Ganze findet. Natürlich könnt ihr mir auch auf Twitter folgen und mir für jede weitere Folge von LOL Opinion eure Meinung dazu sagen. Für dieses Video habe ich auf Twitter gefragt, was ihr dazu denkt. Welche Vorteile bringt einem das Spiel mit einem Duo-Queue-Mate, aber auch welche Nachteile hat man, wenn man Duo-Queue spielt? Und zusätzlich wird es am Ende nochmal aus meiner Erfahrung als jahrelanger Coach geben, und zwar die typischen Fehler, die viele Leute beim Duo-Queue-Spielen machen. Am Ende des Videos kannst du mir deine eigene Meinung zu den Vor- und Nachteilen sagen, die du denkst, die es vom Duo-Queue-Spielen gibt. Wenn dir LOL Opinion gefällt, solltest du über ein Abo nachdenken, damit du auf jeden Fall keines der weiteren Videos verpasst. Und damit fangen wir jetzt auch schon an. Man geht in das Solo-Queue-Game rein und direkt vier Affen im Team. Der eine ist toxic, der eine feedet, der eine läuft runter, der eine spielt mehr den Chat als das Spiel und so weiter und so fort. Und da ist er dann. Der heilige Duo-Queue-Mate. Ein Spieler, auf den man sich verlassen kann. Jemand, der nicht feedet. Jemand, der vielleicht sogar carried. Jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit, maximal drei schlechte Spieler im Team zu haben. Denn du und dein Duo-Mate, ihr gehört einfach in eine höhere Elo. Ich meine, würdet ihr mit jemandem Duo-Queue spielen, der schlecht ist? Eher weniger, oder? Nicht nur ist ein Duo-Queue-Mate ein Spieler, der seine Lane hoffentlich consistent gut spielt, sondern er ist auch jemand, der eure Fehler sogar ausgleichen kann. Der Tanjolol schreibt auf Twitter, ich habe einfach mehr Spaß und bin absolut tiltproof, wenn ich mit meinen Mates zusammen spiele. Ich gebe mir mehr Mühe mit Teammates und du hast Einfluss auf mindestens einen von vier Spielern. Der Markenware schreibt, alleine spiele ich fast kein League, egal ob Ranked oder Normal. Von daher ist der Vorteil von Duo-Queue, dass mein League mehr Spaß macht und ich es überhaupt erst spiele. Der Pitchy sagt dazu, man hat mindestens einen Mate, mit dem man sich absprechen kann, der nicht tiltet und nicht intet danach. Ein Random weniger, der nach 5 Minuten 0-4 steht und dann FF schreibt und am besten die Schuld auch noch auf andere schiebt. Im Großen und Ganzen ist die Community der Meinung, dass ein Premate einfach jemand ist, der kein Troll ist, der spielt um zu gewinnen und ihm dabei hilft, nicht zu tilten, wodurch League of Legends einfach mehr Spaß macht. Und an dieser Stelle, wenn ihr auf der Suche nach einem Premate seid, könnt ihr gerne in den Players Hub Discord reinkommen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Natürlich sollten wir hier nicht vergessen, dass ein Premate auch eure Fehler ausgleichen kann. Vielleicht hast du schlechte Map-Awareness? Kein Problem, vielleicht hast du einen Premate, der eine gute Map-Awareness hat und für dich auf die Sachen achten kann. Dein Premate lässt sich oft ganken. Hab gehört, du als Jungler hast das Jungle-Tracking perfekt drauf, weil du in der Players Hub Academy bist und kannst ihn vor jedem Gank warnen. Soweit hört sich das jetzt auch erstmal alles positiv an. Wie kann denn das Ganze einen Nachteil haben? So wie die Community viele positive Punkte hatte, gibt es natürlich hier auch ihre negativen. Der Mohammed sagt, wenn mein Duo-Queue-Partner ADC einen schlechten Tag hat und jedes Game den Coinflip in der Botlane verliert bzw. hart reinintet und man aus Höflichkeit weiter mit ihm spielen muss, weil man sein Ego nicht verletzen möchte. Justin Fußtrock sagt, er ist weniger konzentriert, er hat weniger Selbstreflexion und er ist auch weniger aufmerksam auf die Sachen, die gerade passieren. Xuxus sagt, Duo-Mates, vor allem Jungler und Midlaner, wollen viel um einen herumspielen, ganken etc. Obwohl es oft die bessere Wahl wäre, wenn sie ihr eigenes Ding machen oder den anderen Leuten helfen. So wie der Duo-Mate Vorteile bringt, hat er auch laut der Community Nachteile und ich muss der Community hier recht geben. Ein zu entspannter Duo-Queue-Mate kann eure Attitude im Ranked ebenfalls runterziehen, vom Try-Harder zum Chiller. Vielleicht redet ihr zu viel über unnötige Sachen und lenkt euch ab oder sogar noch schlimmer, ihr flamet zusammen einen anderen Spieler. Die Auswahl des richtigen Duo-Mates ist hier sehr wichtig. Spielt nicht nur einfach mit einem Freund zusammen, nur weil er euer Freund ist. Achtet auch auf die Performance, die er bringt. Man kann hier quasi sagen, ihr sollt Arbeit und Privatleben voneinander trennen. Jetzt gibt es aber am Ende nochmal von mir als Coach Tipps, wie ihr typische Duo-Queue-Fehler leicht beheben könnt, die ich sehr oft in Duo-Coachings mitbekomme. Nummer 1, eure Position. Es gibt einfach Duo-Queue-Kombinationen, die besser sind als andere. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr Duo-Queue spielt, gibt es eine sehr hohe Chance, dass er ebenfalls ein Duo-Queue im Team hat.
Also Leute, welche Kombinationen bieten sich hier am besten an? Ihr wollt immer darauf achten, dass beide Laner so gut es geht voneinander profitieren. Deswegen empfehle ich euch hier folgende Kombination. Top-Lane und Jungle, Mid-Lane und Jungle, Mid-Lane und Support und dann ganz am Ende ADC und Support. Ihr könnt natürlich auch Kombinationen spielen, die ich hier nicht genannt habe, zum Beispiel ADC und Jungle. Die ist im Vergleich aber nicht so stark wie die anderen, denn hier zum Beispiel hat der Jungler Impact auf den ADC, der ADC hat aber vergleichsweise wenig Impact auf den Jungler. Der zweite Punkt hier ist eure Champion-Auswahl. Teamcomps sind in League immer wichtig, besonders je höher ihr in der Elo kommt, denn dann wird es noch wichtiger. Sowas wie Kha'Zix Jungle mit Talon Midlane ist nicht ganz so cool. Kayle Toplane mit Diana Jungle, also ich glaube kein Diana Jungler hat Bock oben der Kayle zu helfen. Samira ADC mit Soraka Support, das sind einige Kombinationen, die meistens entweder miteinander oder mit dem Team einfach nicht gut funktionieren. Vielleicht etwas anderes picken oder den Duo-Mate im schlimmsten Fall sogar auswechseln. Der dritte Punkt hier ist Kommunikation. In den meisten Team-Coachings, die ich habe, sind Premates einfach wie Randoms, die in Solo-Queue sind und auf einmal gibt es einen Voice-Chat. Die reden einfach kaum miteinander. Ist dein Leona-Coup in 3 Sekunden wieder bereit? Sag es. Willst du in 5 Sekunden vielleicht rein Flash-engagen? Sag es. Hast du den gegnerischen Jungler gesehen, aber weißt nicht, ob dein Premate ihn gesehen hat? Sag es einfach. Man kann nie zu wenig Informationen miteinander austauschen. Stellt euch aber auch gemeinsam Ziele, die mehr sind als einfach nur, ey yo Bro, lass mal zusammen zocken. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass ein Duo-Mate wie eine Beziehung ist. Sucht dir den richtigen Partner raus. Jeder Partner bringt meistens irgendwo irgendwelche Nachteile mit sich und es liegt an dir, dich zu fragen, ob du mit denen leben kannst und trotzdem glücklich bist. Wenn nicht, müsst ihr zusammen Wege finden, diese zu beheben. Dafür kann ich euch natürlich die Players Hub Academy empfehlen. Unsere Online-Schule für League of Legends, die allen Spielern von Iron bis inklusive Diamond helfen kann, in eine höhere Elo zu kommen. Aber yo Leute, das hier war's dann auch mit LoL Opinion. Für Feedback oder Themen, die ich in LoL Opinion besprechen soll, nutzt bitte die Kommentarfunktion aus, denn ich lese jedes einzelne Kommentar davon und versuche diese Videos so gut es geht zu verbessern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte eben einmal den Like-Button smashen und natürlich abonnieren, wenn du kein weiteres Video verpassen willst. Aber yo Leute, das war's dann auch von mir. Ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.